Hallo ihr Lieben, euer Girl Cecilia hier und herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Smash-Video hier. How to adapt. Wie stellt man sich auf den Gegner ein? Ein Thema, was tatsächlich im High-Level- und Top-Level-Play immer noch ein Thema ist und immer wieder verbessert wird. Jeder Spieler, egal welches Level, wird immer besser im Adapten. Selbst die Top-Player machen immer noch Adjustments, weil das einfach das Schwierigste ist, was es im Fighting Games gibt. Sich auf den Gegner anzupassen. Je besser der Gegner ist, desto schwieriger ist es. Wenn ein Gegner jetzt immer nur Forward Air macht, dann wisst ihr natürlich, da kommt nur Forward Air. Wenn ihr wisst, oh mein Gott, diese Samus, die schießt den Charge Beam, wenn er aufgeladen ist, sofort ab. Das ist natürlich leichter, sich drauf anzupassen. Aber wenn, keine Ahnung, die Samus dann plötzlich den Charge Beam cancelt, zwischendrin noch einen Tether macht oder eine Rakete abfeuert oder dann plötzlich kommt mit einem Dash Grab und dann deinen Jumps catcht mit der Forward Air, dann wird es natürlich schwieriger. Da müsst ihr gucken, in welchen Situationen reagiert der Spieler, die Spielerin so. Und in welchen Situationen so. Da muss man es so ein bisschen abschätzen. Auch hier zum Beispiel an der Kante. Wenn jetzt jemand die ganze Zeit nur Rolle macht. Rolle. Das Thema habe ich schon so oft aufgegriffen. Dann ist es natürlich leichter, sich darauf einzustellen. Aber wenn einer das die ganze Zeit Mix up, Normal Get Up, Ledge Drop, Aerial oder Jump macht. Das ist alles so ein Balance halt. Das ist natürlich schwierig, darauf zu adapten. Dann kannst du gucken, oh, okay, wenn ich jetzt mit Gendorf hier Upswash charge, dann force ich das und das bei dem Spieler, der Spielerin, dann kann ich so und so darauf reagieren. Das wiederum führt dazu führen, dass mein Gegner manipuliert mit gewissen Optionen und das kann auch beim Adapten helfen. Aber ihr merkt schon, wie kompliziert das Ganze ist. Und je besser ich Spieler sind und je fortgeschrittener hört, desto schwieriger ist es zu adapten. Deswegen, das Video ist wahrscheinlich nichts für Anfänger, weil es schon ziemlich in die Tiefe geht. Und pausiert jetzt am besten das Video und schaut euch an ein Video von mir, was sich nennt, wie konzentriere ich mich am besten auf den Gegner. Weil Leute, das ist das Fundament, worauf Adapten basiert. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit nur auf meine eigene Spielfigur schaue, nur auf Samus, dann weiß ich ja gar nicht, was der Gegner macht. Dann kann ich ihn ja gar nicht adapten. Ich muss mich auf den Gegner konzentrieren, um dann zu sehen, okay, dann und dann macht er das und das. Dann und dann macht er das und das. Damit ich so ein bisschen die Patterns und die Denkweise des Gegners verstehe. Es geht halt nicht, wenn ich nur auf mich gucke. Deswegen, wie konzentriert man sich am besten auf den Gegner? Habe ich ein Video darüber gemacht. Guckt es euch am besten jetzt an und dann schaut dieses Video hier zu Ende. Ja, der erste Punkt. Einer der wichtigsten Punkte überhaupt beim Adapten ist, man muss natürlich die Moves kennen von dem gegnerischen Charakter von Gendorf und auch was sein Gameplan ist, was seine Kill-Setups sind und so weiter. Ein Gendorf kommt sehr oft mit der Side-B und wenn du halt super defensiv bist, dann kannst du sowas zum Beispiel rausforcen. Wenn du die ganze Zeit nur im Schild hockst, dann wird der Gendorf-Spieler wahrscheinlich sich denken, hey, ich könnte ja mal mit der Side-B kommen. Könnt den Schild besiegen. Also im Neutral benutzen Gendorfs gerne Retreat Forward Air, Neutral Air, also Rising Neutral Air, Side B, Dash Attack und eventuell auch manchmal Down B. Down B gerne zu Overschulen, zum Ledge canceln, zum Überraschen des Gegners. Ist jetzt aber nicht die beste Option. Hauptsächlich die anderen genannten Moves. Wenn man das weiß, hey, hast schon mal was gehört. Auch wichtig ist, die Kill-Prozent zu kennen. Bei Gendorf killst du ziemlich alles. Wenn ich dann aber weiß, hey, hier bei 80%, wenn ich jetzt hier eine Backer fresse und voll viel Gendorf-Spiele machen ein Backer-Spacing bei diesen Prozenten, dann weiß ich schon mal, oh, da kommt jetzt Backer-Spacing. Ich habe ja einen Disjointed Forward Air. Die Backer kann ich also damit besiegen. Wenn der Gendorf dann hier Backer-Spacing macht, dann weiß ich, dass er das seinen Kill haben möchte und dann mache ich einfach Forward Air und besiege tatsächlich, weil die Forward Air hier disjointed ist. Die Backer von Gendorf. Zum Beispiel so Adapting Basics. Ganz, ganz wichtig. Es ist leichter zu adapten und sich auf den Gegner zu konzentrieren, zu wissen, was er macht, sich da reinzufühlen, wenn du einfach weißt, was er vorhat. Ich denke nicht, dass ein Gendorf einfach random F-Smash macht, wenn ein Gegner sowieso schon 150% hat. Dann killt auch eine Neutral Air.
New Jersey viel safer und viel weniger Risk somit. Warum soll denn der Gendorf einen F-Smash oder so raushauen? Bedeutet, du kannst einfach schon viel ausschließen und hast so eine leichtere Zeit beim Adepten, wenn du weißt, was der Gegner tut, was der Gameplan ist. Und Leute, genau das ist nämlich das Problem. Was setze ich jetzt von euch voraus oder generell von allen Leuten? Was setzt das Adapting voraus? Dass du theoretisch jeden Charakter perfekt spielen kannst, ganz genau weißt, was die Kill-Setups von jedem Charakter sind und was die Kill-Prozent bei jedem Charakter sind und wie man das New-to-Game von jedem Charakter spielt. Sprich, du musst eigentlich jeden Charakter perfekt spielen können. Deswegen empfehle ich auch, ab und zu mal random zu spielen, damit man so ein bisschen ein Verständnis für andere Charaktere entwickelt. Könnt natürlich auch auf Discord-Servern dann joinen, wenn ihr meint, ich habe jetzt keine Ahnung von Falco. Könnt ihr natürlich den Falco-Discord-Server joinen und dann, was weiß ich, mit euren Main die ganze Zeit dagegen spielen, versteht ihr auch was von Gameplan und so. Aber am besten ist, wenn ihr selber damit auseinandersetzt und quasi dann so ein bisschen, ja, das Denken fördert. Ganz, ganz wichtig. Und was auch wichtig ist bei Adepten, ist eher wieder so ein bisschen basic. Gucken, wie reagieren die Leute darauf. Angenommen, der Gendorf springt jetzt immer in den Charge Beam. Springt immer rüber. Dann weiß ich das. Ich feuere den Charge Beam ab und dann mache ich sofort Forward Air. Besiegt ja den Jump. Wenn der Gendorf immer shieldet, dann könnte ich zum Beispiel danach für einen Grab gehen oder ich täusche den Charge Beam an und gehe dann für einen Grab. Ne? Einfach gucken, wie reagiert er drauf. Schielt er, springt er, geht er auf Plattform, rennt er weg, rollt er. Einfach gucken, wie reagieren die Gegner auf eure Moves. Wenn ich Forward Air mache, was macht er dann? Bleibt er im Schild, haut er ab, cornert er sich, rollt er oder kommt er mit einer Ground Option? Versucht mich zu anti-airen. Also sowas. Und wenn der Gegner dann halt gewisse Habits hat, und gewisse Präferenzen hat. Wie gesagt, wenn er 80% über euren Charge-Spiel rüberspringt, dann ist es voll leicht zu adapten. Deswegen schaut auf euren Gegner, um ein gewisses Counterplay zu schaffen. Super wichtig. Voll viele Spieler und Spielerinnen, die zum Beispiel solche Aerials haben wie Samus oder Ness, sprich Multi-Hit Disjointed Aerials, die machen gerne Ledge Drop Forward Air. Und das viel zu oft, kann man auch gewisses Counterplay schaffen und dann easy drauf adapten. Ganz wichtig ist auch, dass ihr so ein bisschen die Spielerhabits rausfindet. Wenn ich jetzt den Gegner mit einer gut gespaceden Neutral-Air treffe, zum Beispiel, und die dann immer wieder wegrollen, treffe den Schild des Gegners mit einem gut gespaceden Neutral-Air und die rollen immer sofort weg. Dann kann ich gewisses Counterplay schaffen, indem ich direkt danach einen Dash-Tag mache und overshoote. Wenn die Gegner spot-dodgen die ganze Zeit, kann ich zum Beispiel einen Smash aufladen. Das ist alles Low-Level-Denken, weil gehen wir vor optimalen Spielen aus, haben die Gegner keine bzw. sehr, sehr wenig Habits. Da müsst ihr versuchen, gewisse Optionen rauszuforcen und es dann zu punishen. Das wäre wieder ein anderes Videothema, nämlich Gegnermanipulation. Und da müsste ich selber ein bisschen noch dran arbeiten, weil so gut bin ich da drin auch nicht. Aber ja, das sind so ein paar kleine Basics. Also jeder Spieler, jede Spielerin hat Habits. Was machen sie im Schild? Was machen sie, nachdem sie den Schild gedroppt haben? Was machen sie bei den Ledge Get-Ups? Tag Options. Voll viele Spieler und Spielerinnen, die bei jeder Tag Option, die rollen immer weg vom Gegner. Und dann kannst du das einfach auch overshooten. Ich weiß nicht, warum das so viel machen, aber tatsächlich bei Elite Smash und mit Leuten, denen ich spiele, die rollen meistens weg vom Gegner. Ich zum Beispiel mache viel zu oft Tech auf der Stelle, weil man sich dann am schnellsten wieder bewegen kann. Aber wenn man das auch immer macht, ist es halt auch nicht so gut. Ne? Ganz, ganz wichtig. Und wie verhalten sich die Gegner im Neutral? Das ist halt wichtig, wieder einfach generell zu wissen,
was haben die Gegner vor, was sind die typischen Moves im Neutral, aber jeder Spieler hat quasi sein eigenes Neutral entwickelt mit den jeweiligen Charakteren. Und dann müsst ihr so ein bisschen herausfinden, was machen die eigentlich, wenn sie ein Opening finden wollen. Was sind da die Präferenzen? Wie kann man das kontern? Und ja, ich verstehe manche Spieler und Spielerinnen nicht, die dann immer wieder von gleichen Moves getroffen werden. Luigi kriegt immer wieder die Grabs. Samus kriegt immer die Forward Airs. Weil es gibt voll viele Spieler und Spielerinnen, die springen die ganze Zeit. Und dann kannst du einfach Forward Air machen, super disjointed. Und triffst dann eben halt den Gegner. Mit der Forward Air von Samus. Und die Leute springen wieder und wieder und wieder. Weil sie sich das so antrainiert haben. Immer zu springen. Ich meine, Springen und Aerials sind ja auch super krass in Smash Ultimate. Aber man muss ja adapten. Bei jedem Hit, wenn ich getroffen werde, frage ich mich so, hey, Girl, warum wurdest du jetzt eigentlich erwischt? Warum wurdest du erwischt? Was kann ich tun? Wie kann ich adapten, dass ich das in Zukunft vermeide? Wenn hier eine Samus ist, die mich die ganze Zeit mit Forward Air trifft. Ich spiele zum Beispiel Ness. Ness ist ein Charakter, der wenig on ground gespielt wird. Weil er einfach diese krassen Aerials hat und weil er in Luft ziemlich mobil ist und somit am besten aus der Luft approachen kann. Aber wenn ich merke, hey, ich werde die ganze Zeit outranged und die ganze Zeit von dieser Forward Air getroffen, dann muss ich meinen Spielstil ändern. Adapten. Und das ist ganz wichtig, weil voll viele Spieler und Spielerinnen machen das dann halt nicht. Das ist halt eben Low-Level-Mid-Level-Bereich. Die haben Probleme gegen gewisse Moves, versuchen nicht irgendwie aufs Gehirn anzustellen und dann irgendwie versuchen, Counterplay zu schaffen. Die beschweren sich dann, oh mein Gott, der Move ist so broken, oh mein Gott, der Charakter muss genervt werden, oh mein Gott. Anstatt irgendwie nachzudenken, wie man das besiegen kann. Klar gibt es manche Moves, die lächerlich stark sind. Game & Watch, Obby. Aber, ja. Es ist halt die aktuelle Smash-Version, man muss irgendwie versuchen, darauf klarzukommen. Und durch Fluchen wird es ja nicht besser. Deswegen, kein Charakter-Hate, versucht, gewisse Counterplay zu schaffen, wenn ihr merkt, hey, ich werde immer wieder für den gleichen Move erwischt. Muss auch nicht in den Game geschehen. Außer ich spiele natürlich ein Tournament und wollt gewinnen. Aber ihr könnt natürlich auch nach dem Game, wenn ihr schlafen geht oder sonst was macht, nochmal drüber nachdenken. Hey, wie, ich wurde immer wieder heute von diesem einen Move getroffen. Was kann ich tun, damit das nicht mehr passiert? Es hilft bei Adapten. Oder ihr spielt einfach mal selbst den Charakter, benutzt selber den Move, wo ihr Probleme habt. Und dann findet ihr heraus, wo die Schwächen sind. Oder wie andere Gegner diesen Move auskontern. Ganz, ganz wichtig. Helft euch beim Adapten. Nächster Punkt. Ganz wichtig, sich permanent auf den Gegner zu konzentrieren. Setzt voraus, dass ihr euren Charakter schon mindestens 500 Games gespielt habt. Ihr wisst, was ihr tut. Ihr versteht eure Kombos. Ihr habt quasi euren Charakter so gut intus, dass ihr euren Charakter speedrunnen könnt. Das ist übrigens bei mir und Samus nicht der Fall. Ich muss immer noch auf Samus gucken, aber ich Little Mac oder Richter spiele, muss ich nicht mehr auf Richter oder Little Mac schauen. Dann kann ich mich komplett auf den Gegner konzentrieren. Bedeutet, kann viel besser sehen, was der Gegner im Neutral macht, kann viel schneller die Habits erkennen. Und das ist super wichtig. Aber wenn ich jetzt hier Samus spiele und dann ich genau weiß, ja, wie ist jetzt die Range und hast du nicht gesehen, dann konzentriere ich mich nicht permanent auf den Gegner und das ist halt nicht so schön. Ja, deswegen lernt euren Charakter in- und auswendig und schaut nur auf den Gegner. Wird euer Adapting definitiv improven. Definitiv. Was natürlich auch hilft bei Adapten ist, wenn ihr einfach mal eure eigenen Matches anschaut. Dann seht ihr einfach, wo sind eure Fehler und könnt diese dann in Zukunft ausbessern. Wenn ihr merkt, hey, ich habe ja nicht Jumps gecatcht, wo ist da mein Problem, was habe ich falsch gemacht, könnt ihr es in den eigenen Matches am besten sehen. Dann könnt ihr nicht nur euren Spielstil verbessern und eure Fehler ausbessern, ihr werdet auch besser im Adapten. Ganz, ganz wichtig, schaut eure eigenen Matches an. Nicht nur die Siege, sondern auch die Niederlagen. Vor allen Dingen eigentlich die Niederlagen, wenn man da mehr Fehler sieht und dann auch schneller Verbesserungspotenzial hat. Und jetzt zum Abschluss der allerwichtigste Punkt. Vielleicht der allerwichtigste Punkt.
Jetzt passt genau auf. Smash ist eigentlich wie Schach. Voll viele sagen immer so Stein, Schere, Papier, aber das stimmt gar nicht. Es ist wie Schach. Wenn ich Move XY mache, dann force ich was vom Gegner. Und ja, die ganze Zeit ist so ein Hin und Her. So ein Denksport quasi. Smash ist nicht nur E-Sport, Fighting Game, ist auch ein Denksport. Und das ist bei anderen Fighting Games eigentlich auch so. Und wenn du jetzt Anfänger bist und einfach jetzt dich komplett aufs Adepten konzentrierst, dann wirst du komplett auf die Nase fallen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel die ganze Zeit nur dran denkst, jetzt hast du Charge Beam, ich feuer den jetzt ab, okay, jetzt ist mein Gegner gesprungen, okay, dann werde ich jetzt immer den Jump catchen. Und dann macht der Gegner es mal nicht und dann bist du voll überfragt, voll neben der Spur. Also, Adepten braucht seine Zeit. Wenn du dich nur auf Adepten konzentrierst, wirst du schlechter spielen. Du wirst einfach schlechter spielen. Das lenkt nämlich ab. Wenn du noch nicht so gut in Smash bist, ist das super ablenkend. Dann wirst du nicht wirklich besser. Wenn du einen Charakter bei in- und auswendig kennst, Kombos kennst, dich komplett nur auf den Gegner konzentrierst und generell super viel gespielt hast, dann wird das so ein bisschen Second Nature und irgendwann geht das einfach ins Blut über und du kannst es einfach, machst es automatisch. Adepten ist wie ein Skill, wie Kochen zum Beispiel. Kein Meisterkoch, das hat mir gefallen. Man muss ausprobieren und ja, wird dann dadurch immer besser. Und später, wenn du ein guter Koch bist, eine gute Köchin bist, dann machst du deine eigenen Kreationen wegen der eigenen Erfahrung. Auch beim Make-up und so. Am Anfang katastrophal, wie man sich schminkt, aber irgendwann wird es besser, kreativer und ja. So ist mit der Adepten auch. Es wird irgendwann Second Nature, aber es braucht seine Zeit. Kein Meister, keine Meisterin ist vom Himmel gefallen. Das ist ganz wichtig, wenn ihr jetzt so richtig drauf tryhardt. Oh mein Gott! Ich will unbedingt besser im Adepten werden. Ich muss besser werden im Adepten. Ich konzentriere mich jetzt nur drauf. Okay, ich mach's sehr. Oh, der Gegner springt. Oh, der Gegner bleibt im Schild. Weißt du, vernachlässigst du dein Neutral, dein Combo-Game und so weiter und so fort. Du spielst dich so, wie du sonst spielst. Und das ist nicht gut. Deswegen, wenn ihr Anfänger oder Anfängerin seid, dann konzentriert euch erstmal, die Kombos zu lernen und euren Charakter zu verstehen und dabei auch nicht mehr nachzudenken. Wenn ihr an dem Punkt angekommen seid, okay, ich kenne meinen Charakter jetzt in- und aus, wenn ich weiß ganz genau, was ich mache, super viele Matchups gespielt, brauche nicht mehr auf meinen Charakter schauen, dann könnt ihr anfangen, über das Adepten nachzudenken. Super, super wichtig. Aber natürlich, wenn sich jetzt einer schon Gedanken macht und nicht so gut ist in Smash, dann respektiere ich das. Weil dann machst du dir Gedanken über das Spiel und versuchst nicht mehr Braindead zu spielen. Es gibt voll viele Spieler, die drücken einfach nur Buttons. Wir sagen Spiele machen einfach dann Forward Air, Charge Spiel aufladen, dann wieder Forward Air und Charge Spiel einfach abfeuern. Einfach nur so Buttons drücken, ohne sich dabei Gedanken zu machen. Springen einfach so hinterher, versuchen einen Spike zu kriegen, weil es cool ist. Ja. Ist halt ein bisschen blöd. So sollte man das Spiel nicht spielen. Wenn ihr dann euch schon Gedanken macht über Adapting oder so, dann respektiert das. Dann seid ihr zumindest auf dem richtigen Weg, dieses Spiel zu meistern. Aber wie gesagt, das ist eher was für fortgeschrittene Profis. Aber ja, besser als nur Knöpfe drücken, wenn ihr euch jetzt schon damit auseinandersetzt. Gut. Das war ein Video zum Adapten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Fragt. By the way, ich habe 6000 schon Competitive Smash gespielt. Smash 4 und Ultimate zusammengerechnet. Bei mir ist das halt schon ein bisschen was anderes. Ich brauche mir nicht mehr so viel Gedanken machen. Klar, wenn ich irgendwie müde bin oder generell nicht so fit bin, manchmal hat man solche Tage, dann konzentriert man sich natürlich auch weniger und fällt einem das schwerer, aber wenn man komplett fit ist, denke ich nicht wirklich drüber nach, dann sehe ich das und denke mir so, okay, du machst das und das, okay, jetzt bist du damit davon gekommen, jetzt hast du mich einmal getroffen mit Get Up Attack, nächstes Mal frisst dafür einen Smash. Weißt du, ich merke das einfach sofort, aber wenn du halt noch nicht so viel Smash gespielt hast, ist das halt schwer. Und das ist so ein bisschen die Botschaft dieses Videos. Gut. Falls euch das Video gefallen hat,
könnt ihr mich und das Video mit einem Daumen nach oben unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!